Herzlich willkommen zum ZDF-Nachtstudio. Auf den Tag 20 Jahre ist es her, dass aus der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik wieder Deutschland wurde. Ach ja, ich weiß, das geht schon den ganzen Tag so, Tag der Deutschen Einheit. Aber machen Sie sich auf etwas gefasst, denn mein einziger Gast ist heute Wolf Biermann. Wie kein anderer hat er deutsch-deutsche Lieder geschrieben und deutsch-deutsche Geschichte gemacht und erlitten. Sein legendäres Konzert am 13. November 1976 in Köln war nicht nur der Fanfarenstoß am Grab der DDR, wie der Spiegel titelte, sondern auch ein Fanfarenstoß für die eigene, leibhaftige Lebensgeschichte. Dem Tag angemessen, was denken Sie nun, 3. Oktober 1990 und 3. Oktober 2010, freut es Sie immer noch, dass dieses Deutschland wieder vereint ist? Denn Sie haben damals, 1990, in einem Interview mit Bärbel Bohley gesagt, es ist wie ein Wunder. Ist es noch ein Wunder? Ja, heute wundere ich mich darüber, dass die Deutschen es so gut geschafft haben. Und ich wundere mich darüber, dass sie sich dessen nicht bewusst sind, sondern rummaulen, könnten eigentlich glücklich und stolz und zufrieden sein, dass sie so elegant davongekommen sind, nach dieser ganzen Dreckgeschichte des 20. Jahrhunderts mit der Nazizeit und mit der Trennung. Und dass sie es so gut geschafft haben, ist... Ja, wenn ich gläubig wäre, würde ich mich beim Chef bedanken. Also sehe ich, dass die Deutschen eigentlich ein glückliches Volk sein sollten. Und aber das sage ich so penetrant deutlich, ja. Weil ich sehe, Entschuldigung, weil ich sehe, dass sie so unglücklich sind. Aber warum sind sie unglücklich, die Deutschen? Weil sie lebensdumm sind. Ja. Ein geniales Volk, aber etwas lebensdumm. Und wenn man schärfer darüber nachdenkt, wird man verrückt. Denn in der Nazizeit, wo es ihnen wirklich schlecht ging, ging es ihnen gut. Jetzt, wo es ihnen gut geht, sind sie das Leiden Jesu zu Pferde. Ich aber nicht. Ich freue mich immer noch über die Wiedervereinigung. Ich schreibe das Wort immer noch mit IE und nicht wie mein zerfreundeter Freund Grass mit I. Wiedervereinigung. Mhm. Also, wer sich nicht freut über diese Wiedervereinigung, mit dem möchte ich nicht mal übers Wetter reden. Gut, ich freue mich auch. Aber gut, dann können wir weiterreden. Ja, was macht dieses Deutschland 20 Jahre danach aus? Also vielleicht dann nochmal in die aktuelle Politik geschaut. Es gab ja über 20 Jahre hinweg immer die Mentalitätsverschieden Osten, Westen. Es gibt diesen wunderschönen Nachwende-Witz. Was ist der Unterschied zwischen einem Türken und einem Deutschen in Leipzig? Der Türke kann Deutsch und hat Arbeit. Ne, so ging das damals, dieser Nach. Aber heute haben wir eine ganz andere Frage, nämlich Migranten. Ist dieses neue Deutschland, ich nenne es ganz bewusst, dieses neue Deutschland, das 20 Jahre alt wird, in einer anderen Situation als damals? Ja, zum Glück. Mhm. Zum Glück. Überhaupt jedes Volk sollte froh sein, wenn es endlich mal neue Probleme hat und nicht immer die alten. Mhm. Das ist im lebendigen Leben beim einzelnen Menschenexemplar so, aber das gilt auch für Völker. Natürlich, das Neue, das dann kommt und natürlich besser ist, stellt sich dann schnell als schlechter heraus, weil die Probleme, die man lösen muss, sind immer die schwierigsten. Die Leiden, die man gerade erleidet, sind immer die schmerzhaftesten. Mhm. Und dann verblassen auch die Leiden von gestern. Die werden dann schön geredet und kaputt erinnert. Aber so ist das immer. Das ist nun wieder nicht typisch deutsch. Das geht anderen Völkern genauso. Ja. Aber wie diese aktuelle Debatte, wie soll man mit Migranten umgehen, interessiert Sie das überhaupt? Na und ob? Das betrifft ja mein Leben unmittelbar. Ja. Ich habe 10 Kinder in die Welt gesetzt, die ja auch alle in die Schule gingen oder noch gehen. Mhm. Meine Tochter Molly ist 9 Jahre alt. Schon aus diesem Grunde muss mich das interessieren. Und da ich ja nicht nur die Welt betrachte aus meinem kleinen privaten Interesse, sondern mich immer noch
einmischen möchte in die Angelegenheiten meines Volkes. Nicht gleich der Menschheit, das ist eine Nummer zu groß für mich. Aber doch muss mich das ja mehr als nur interessieren. Es regt mich auf und es bewegt mein Verstand oder was ich dafür halte. Und welche Position haben Sie heute? Man muss anders an die Migration. Na, auf jeden Fall kann man nach meiner Meinung, das kann man auch im privaten Leben lernen, nur Probleme lösen, die man als Probleme überhaupt erkennt. Und wenn man sie sich wegschwindelt, wegredet oder wegschweigt, dann hat man schon verloren. Und deswegen finde ich auch diese ganze Sarrazin-Debatte, auf die Sie natürlich anspielen, finde ich hochinteressant. Nicht wahr? Der hat ein paar im Grunde bescheidene Wahrheiten gesagt, hat im Grunde nichts Neues rausgekriegt, aber wie in dem Märchen von Kaiser mit dem neuen Kleider, das kennt doch jeder, sagt er, der Kaiser hat nichts an. Und schon schreien sie alle. Und er hat es so unelegant gesagt, so political incorrect. Und darüber freuen sich am meisten die Leute, die nichts verändern wollen. Weil er diesen kleinen dummen Fehler mit den jüdischen Genen gemacht hat. Da lachen ja die Hühner, nicht wahr? Voltaire, der große Aufklärer der Menschheit, der die Enzyklopädie herausgegeben hat in Frankreich, die heute noch ein Monument humaner, aufklärerischer Gesinnung ist. Absolut. Der war der Meinung, dass die Neger, wie er sie nannte, und die Weißen überhaupt nicht zusammengehören, sondern dass der Neger, wie er es nannte, ein Zwischenglied zwischen Affe und Mensch ist. Aber Sie wollen jetzt Sarrazin nicht mit Voltaire vergleichen. Nein, diese geistige Höhe wird er nie erreichen. Ja. Aber auch, da er 200 Jahre später lebt, nicht solche dämlichen Aussagen machen. Der Mensch muss auch inkorrekt reden können, sonst schlafen wir ein. Man muss übertreiben, wenn man etwas deutlich machen will. Das kennt doch jedes Kind. Mhm. Wenn man Hunger hat, schreit man, ich habe Hunger. Und redet nicht allgemein über Ernährung. Ja. Politisch inkorrekt waren Sie ja immer. Aber das gelang mir nur, weil ich es nicht wollte. Ich habe es nie darauf angelegt, korrekt, aber auch nie darauf angelegt, es inkorrekt zu sein. Mhm. Ich wollte das bisschen Wahrheit, was ich endlich begriffen habe, so deutlich wie möglich sagen. Wann haben Sie begriffen, dass der Kommunismus eigentlich die richtige Weltanschauung ist? Das habe ich schon im Mutterleib begriffen. Ich habe ja, als ich im Leib meiner Mutter war, 1936, da war der Spanische Bürgerkrieg, was für meinen Vater eine große Rolle spielte, weil er die Waffentransporte von Hamburg, die für die Legion Condor Nachschub lieferten, sabotiert hat. Also habe ich mich schon im Mutterleib mit meiner Mutter über diese... Ihr Vater war Kommunist. Er war Kommunist. Und Jude? War Jude. Dass er nebenbei noch Jude war, hatte er vor lauter Kommunismus vergessen. Mhm. Er wollte lieber ein Mensch sein, statt ein Jude oder sonst was. Ja. Und das spielte für ihn erst später eine Rolle, weil er dann leider, weil er Jude war, außerdem aus dem Gefängnis entlassen wurde, wo er als Kommunist saß, als Widerstandskämpfer, weil die Nazis, ja ironisch müsste man sagen, auch gerecht denkende Menschen waren und sagten, warum soll ein Jude, der gegen uns gekämpft hat, länger leben als diese netten Juden, die wir alle schon vergasen mussten, die wir schon in die Grube geschossen haben. Und da haben sie ihn dann 1943 leider entlassen, aber nach Auschwitz und natürlich ermordet dort. Aber mein Leben war von Anfang an, wie Sie sehen, hochpolitisch. Das kann kein Mensch sich aussuchen, in welchem Nest er ausgebrütet wird, von wem er geformt wird. Ja. Ihre Mutter war Kommunistin und Sie sind 1953 in die DDR gegangen. Praktisch gegen den Strom, die alle nach Westen wollten. Ja, natürlich. Als ich 1953 in die DDR ging, war ich 16 Jahre alt. Ich sollte in der DDR das Richtige lernen von den richtigen Leuten. Mhm. Ich sollte den Kommunismus aufbauen und die Menschheit retten. Und diesen kleinen Gefallen wollte ich meiner Mutter tun.
Dazu hatte sie mich ja am Leben erhalten gegen die Nazis. Alle anderen sind ja ermordet worden. Ich war der Einzige, der überlebt hat. Und deswegen ging ich mit roter Brause im Kopf, begeistert, nach Osten, ins Vaterland aller Werktätigen. Aber das ist eben der Witz bei der Geschichte. Gerade weil ich so kommunistisch indoktriniert war, so geprägt war. Und das nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Ja, ja. Das andere Teil spielte noch keine Rolle. Jedenfalls ja, 16, nicht so eine große. Ja, so eine große, ja. Ich wollte mit allen Körperteilen den Kommunismus aufbauen. Und gerade weil ich so kommunistisch war, war dann, als ich dann älter wurde und leider auch klüger, das bleibt ja nicht aus, man bleibt ja kein Kind, war meine Kritik an den Verhältnissen dort auch viel radikaler als die Kritik der Nazi-Kinder, mit denen ich dann in Gadebusch bei Schwerin in Mecklenburg in die Schule ging. Das heißt, diese Nazi-Kinder, die ja in der Mehrheit waren, denn die meisten Deutschen waren ja, wie manche inzwischen vergessen haben, Nazis. Ja. Die meisten Kinder waren eben in diesem Streit um den Kommunismus sehr, sehr bescheiden. Ja. Weil sie sich schämten für ihre Eltern, weil sie es besser machen wollten, weil sie nicht angeben wollten, sondern sich beweisen als Deutsche, die was gelernt haben. Um noch mal bei der politischen Inkorrektness zu bleiben. Sie haben mal gesagt, ich verdanke, 1963 wurden Sie ja aus der SED ausgeschlossen. Nein, Sie waren Kandidat. Ich konnte nicht ausgeschlossen werden, weil ich nicht Mitglied war. Aber Sie wollten Mitglied. Ich wollte Mitglied werden, weil ich wollte reingehen, um von innen etwas zu verändern. Aber da haben Sie einen schwerwiegenden Satz, also jetzt vor vielleicht ein paar Jahren, ich weiß nicht wann, ich verdanke der Partei alles. Sonst wäre ich rumgeeiert wie Christa Wolf, Volker Braun und Stefan Heim. Was meinten Sie dabei mit rumeiern? Sie verdanken der Partei alles, weil sie das rausgeschmissen das hat. Das nennt man auf Deutsch Ironie. Ja. Aber natürlich meine ich auch, was ich sage, in diesem Sinne verdanke ich diesen Verbrechern sehr viel, weil sie mich rechtzeitig attackiert haben. Denn ich wollte nicht verboten werden. Wer will das schon? Ich wollte meine Lieder singen, ich wollte bewundert werden und ein bisschen Geld verdienen und berühmt werden oder was man dafür hält. Aber die Partei war nicht so dumm, wie ich klug sein wollte. Ja, man hätte ja die haben eine feine Nase gehabt und waren im Grunde klüger als ich und haben viel früher gemerkt, dass das hier nicht nur um Make-up geht, sondern um die Substanz. Und gerade weil ich doch so kommunistisch geprägt war, trat ich ja in dem Streit auch auf mit der ganzen Anmaßung des rechtmäßigen Erben. Ich sagte nicht bescheiden, meint ihr nicht, liebe Genossen, dass man dieses oder jenes etwas... ich weiß, dass ich jung bin und dass ich nichts weiß. Und ich will mich auch belehren lassen, wenn ich mich irre. Aber meint ihr nicht, man könnte nicht vielleicht doch ein bisschen... Das haben Sie nie gemacht. Nein! Nein. Das ging ja nicht bei so einer Familie, bei so einer Erziehung, bei so einem Vater, bei so einem Menschenschicksal, in das man reinkommt, sagt man, ihr nicht. Ich. Ich bin der Kommunist. Und ihr seid Antikommunisten. Ich bin der Revolutionär. Und ihr seid im Politbüro der SED Konterrevolutionäre. Was sind Sie heute? Sind Sie heute Antikommunist? Nein. Nein, das kann ich ja nicht sein. Man kann nicht gegen eine Leiche sein. Aber... Ich meine, wer tapfer gegen eine Leiche kämpft, ist eine traurige Gestalt. Oder gegen Windmühlen. Naja, das ist Quatsch, natürlich. Aber meine große Leistung, wenn es denn eine war, besteht darin, dass ich den Bruch gewagt habe mit dem Kommunismus.
Und unter uns gesagt, wir sind ja hier nur im Fernsehen. So ist es. Und spätabends. Sieht kein Mensch. So ist es. Also können wir offen reden. So ist es. Es ist mir so unglaublich schwer gefallen. Weil ich das erlebte, was Sie bestimmt auch kennen. Man hat Dinge im Kopf begriffen, weil man ja kein Idiot ist. Aber das Herz will das nicht begreifen, will es nicht wahrhaben. Mhm. Und so Sentimentalität. Und auch naja, weil der Mensch ja eben ein ganzes System von Gefühlen und Gedanken ist, von Erfahrungen, von Leidenschaften, von Schwächen, von Stärken. Und dann bleibt man sozusagen hinter sich selbst zurück. Man will nicht begreifen, was man längst begriffen hat. Und das, was einen daran hindert, das können nun wieder sentimentale Gefühle sein, also Erinnerungen sein, treue Gefühle gegenüber unserer großen Sache. Ja. Es können aber auch die sein, die Privilegien, die Bestechung, die man genießt in einem korrupten System. Wenn man davon lebt, dass 2x2 5 ist, begreift man nie, dass 2x2 6 ist. 4 sowieso nicht. Das heißt, es gibt unglaublich viele Einflüsse, die einen daran hindern, auf der eigenen Höhe zu sein. Nun hatten Sie ja eine verteufelt gute Begabung, nämlich gute Verse zu machen, gute Lieder zu machen und vor allen Dingen auch sehr schöne Bilder, also Metaphernbilder. Also ich möchte Ihnen gerne mal einen Ausschnitt zeigen von 1965. Da waren Sie mit Wolfgang Neuss in Frankfurt, Main, West. Bei der Abschlusskundgebung des Ostermarsches. Genau. Können Sie sich daran erinnern? Ja. Wissen Sie, was ich darüber in den Akten gefunden habe? Nein. Also in Ihren Stasi-Akten? Das wusste ich, in den Stasi-Akten. Ja, was? Sie hofften, dass ich drüben bleibe und Sie den querulanten Biermann los sind. Aber sie hofften, dass ich wiederkomme in die DDR und mir fortan durch Wohlverhalten, durch politische Unterwerfung dieses süße Privileg erhalte. Denn das können Sie auch als Westmensch ermessen, wenn man in einem Volk lebt, wo die normalen Leute, wenn sie über die Mauer springen, wie die Hasen abgeschossen werden. Dann ist es für einen sogenannten Künstler oder wer auch immer ein geradezu gefährliches Privileg, da einfach rüber zu dürfen. Ja. Und darauf spekulierten sie. Aber sie wissen ja. Das haben die anderen ja gemacht. Aber ich würde ganz gern den Ausschnitt machen. Weil da ist nämlich in einem Gedicht von Ihnen, das Sie vorgetragen haben. Was ist denn das? Ja, Moment, gleich. Sie werden es gleich sehen. Da ist etwas, was bis heute noch Gültigkeit hat, weil es eine Doppeldeutigkeit hat. Kann man das mal sehen? Na los. Die DDR, mein Vaterland, ist sauber immerhin. Die Wiederkehr der Nazizeit ist absolut nicht drin. So gründlich haben wir geschrubbt, mit Stalins harten Besen, das rot verschrammt der Hintern ist, der vorher braun gewesen. Ja, das ist sehr hellsichtig gewesen, aber es hat auch nicht gestimmt. Denn in der DDR wurde genauso wenig entnazifiziert. Das war meine Illusion, die ich damals hatte. Ich ärgerte mich über die stalinistische Diktatur, in der ich nun lebte, aber tröstete mich mit der Illusion, dass aber immerhin bei uns die alten Nazis nicht wieder Richter geworden sind und hohe Positionen haben. Ja. Das war ein Kinderglaube von mir, denn die Ostdeutschen, wie ich dann immer mehr merkte, waren auch Deutsche und hatten auch die Nazi-Geschichte. Und es gab dort genauso viele Nazis wie im Westen, nur dass sie eben anders sich verwandelt hatten. Mhm. Im Politbüro der SED, der höchsten Führung, die sogenannten verdorbenen Greise, da saßen zwei Nazi-Athleten, Günther Mittag und Erich Apel, die waren dort die Wirtschaft leiteten, weil sie bis drei zählen konnten, haben die Genossen sie auf diesen verantwortungsvollen Posten gesetzt. Und
Und diese ganze Antifa-Pose war natürlich leider eine Pose. Eine Lüge. Ja. Aber die gefiel mir so gut, weil ich wollte doch in einem Land leben, das zwar unvollkommen ist, aber in Bezug auf die Vergangenheit, auf die Nazi-Zeit, nicht so verkommen wie der Westen. Aber das war leider nicht. Und waren Sie von 65 wurden Sie verboten bis jetzt zur Ausbürgerung? Aber dieses Verbot war eben, wie Sie vorhin schon sagten, wirklich ein Glück für mich. Denn wenn die mich nicht verboten hätten, ich hätte mich ja nicht selber verboten. Nee, dann wären Sie nie berühmt geworden. Dann hätte ich genau wie andere Kollegen, Volker Braun ist ein ganz starker, großer Dichter, nach meiner Meinung, den ich bewundere und mit dem ich auch befreundet bin, bis heute. Aber der konnte nicht so, wie die Juden sagen, Tacheles reden mit den Herrschenden. Das war bei ihm besonders kompliziert, weil sein Talent als Dichter so ein brachiales Talent ist. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Der war im Grunde als Dichter viel brachialer als ich. Wie haben Sie denn die 68er erlebt? Sie hatten ja ein offenes Haus in der Chausseestraße. Da kam Rudi Dutschke, da kamen, was weiß ich, alle Leute vom SDS. Aber Sie waren immer noch DDR-Kommunist und die waren ja nun ganz weit woanders. Ne? Die waren bei Che Guevara. Sie haben auch Che Guevara, ich meine, da haben Sie auch ein Lied gesungen mit dem Che Guevara, mit der Christus an der Gitarre, mit der Knarre. Also da sind Sie doch auch wieder, sagen wir mal, in den Mainstream der 68er geraten. Oder wie war das? Naja, der Che Guevara, den die Weststudenten so feierten, war natürlich aus meiner DDR-Sicht ein Anti-Bonze. Ja, aha. Weil er nicht in einer gepanzerten Tschaika-Limousine hinter Gardinen ängstlich bewacht von Wandlitz in seinen Bürobunker raste und nicht mehr wusste, was ein Liter Milch kostet. Sondern der Che Guevara, der war eben so einer mit Stiefeln im Dschungel und mit der dicken Zigarre und so. Dass er von heute aus gesehen ein Idiot und ein Verbrecher dazu war. Ja. Das wollten wir gar nicht so genau wissen. Das war so schön weit, weit weg am anderen Ende der Welt. Deswegen wurden ja auch dann viele Maoisten, weil die Chinesen, das war auch so schön weit weg. Und Rudi Dutschke, der typische Deutsche. Er war herzzerreißend prima. Er war ein wunderbarer Mensch, den man wirklich nur lieben konnte. Mhm. Er war so, gerade dieser, der ist ja in dem bürgerlichen Publikum, sieht er ja aus wie so eine Protestmaschine. Ne? Ein Bürgerschreck. Ja. Direkt. Aber in Wirklichkeit war der ein Christ, ein evangelisches Lamm. Mhm. Und wenn das evangelische Lamm zum roten Wolf in die Chausseestraße kam, war das natürlich immer komisch. Es war wie ein Theaterstück mit falschen Rollen. Ne? Ja. Also Sie haben ihm Marxismus beigebracht. Er hatte doch nur nicht Marxismus studiert, als er noch in der DDR lebte, in Luckenwalde, sondern Maximus Leninus. Ja. Also der Marxismus für Idioten. Ja. Der reichte aber für die Studenten im Westen dicke aus. Mhm. Da konnte er sich schon darstellen als ein großer marxistischer Denker, was natürlich alles Quatsch war. Ja. Er war philosophisch gesehen wirklich ein geradezu komisch kleines Licht. Aber er war ein Licht. Mhm. Und er war eine Leuchte der Seele, nicht des Geistes. Und das hat die Studenten begeistert. Und das war auch der Grund, warum ihn so viele liebten und auch die richtigen Leute hassten. Ich würde gerne noch mal die Frage stellen nach der Einheit. Sie haben ja
1976 im Konzert die deutsche Einheit im Prinzip im ersten Lied gesungen. Das hieß So oder so, die Erde wird rot. Und Sie haben da schon an die deutsche Einheit erinnert. War das kokett oder war schon eine Sache, die Sie ganz ernst nahmen? Nein, mit solchen Sachen soll man nicht Idiotenspaß treiben. Mhm. Das geht an die Substanz. Ich habe immer unter der deutschen Teilung gelitten, aus ganz privaten Gründen, weil ich aus Hamburg kam. Mhm. Ich bin weggegangen von meiner Vaterstadt Hamburg, der Stadt meines Vaters, in mein Vaterland DDR. Das Land meines Vaters, der ja Kommunist war und der aus meiner damaligen Sicht mehr zur DDR gehört als zu diesem Westdeutschland, wo in Hamburg ein Mann Beamter geworden ist nach dem Krieg, was mich als Kind tief beeindruckt hat, der meinen Vater ein halbes Jahr in Eisen gefoltert hat, an die Kette gelegt hat, an die Wand gehängt hat in Fuhlsbüttel. Mhm. Das beeindruckt so einen kleinen Jungen, wenn er das über seinen Vater gehört. Oder irgend so ein Nazi in Hamburg öffentlich getönt hat, er will jedem 50.000 Mark geben, der beweisen kann, dass in Auschwitz auch nur ein Mensch ermordet wurde. Und dann kommt so ein kleiner Junge auf die Idee, mein Papa ist in Auschwitz ermordet worden, ich will 50.000 Mark haben. Aber wie kriege ich denn die Kohle? Der sagt, beweis das mal, du kleines Arschloch. Das kannst du doch gar nicht. Das heißt, das vereinte Deutschland war immer bei Ihnen im Herzen natürlich. Drin, aber ein besseres Deutschland sollte es sein. Wissen Sie was? In der Chausseestraße in Ostberlin sehnte ich mich keinen einzigen Tag nach Westen. Mhm. Ich wollte nicht nach dem Westen, aber ich sehnte mich immer nach Hamburg. Nach dem Geruch der Flete in Hammerbrook, nach dem Geruch des fauligen Schlamms mit Teer und Benzin und Fischgeruch, die Gerüche meiner Kindheit, wo ich aufgewachsen bin. Und ich sehnte mich nach meinen Leuten. Und das ging eben nur nicht zusammen. Ich lebte eben in dieser einen Hälfte. Und deswegen hat es mir immer wehgetan, dass Deutschland getrennt war. Und ich habe darüber ein Lied damals geschrieben, als ich so jung war. Ja. Aber gerade eben schon verboten. Mhm. Und das war zum Beispiel ein Lieblingslied meines Freundes Jurek Becker. Den kennen Sie doch. Natürlich. Den großen Schriftsteller, der Jakobs Lügner geschrieben Jakob hat. Der Lügner. Wenn der mich besuchte, ein Jude, wie Sie wissen, der in Auschwitz überlebt hat als Kind, ein polnischer Jude. Und was will dieser polnische Jude aus Auschwitz, mit dem ich dann zusammen an der Humboldt-Universität Philosophie studiert habe? Was will der hören? Nicht ein Lied, eins in die Fresse, mein Herzblatt. Ja. Solche Lieder hatte ich ja auch. Ja. Sondern es senkt das deutsche Dunkel sich über mein Gemüt. Sie haben zufälligerweise die Gitarre dabei. Ich habe wie immer zufällig meine Gitarre dabei. Ja. Und wie wir vorhin schon überlegt haben, kann ich ruhig hier dieses eine kleine Lied im Sessel mal singen. Wo lege ich denn die Gitarre so am besten hin? Ja. Hören Sie sich das mal an. Das war das Standardlied für meinen Freund Jörg Becker. Es senkt das deutsche Dunkel sich über mein Gemüt. Es dunkelt übermächtig in meinem Lied. Übermächtig
in meinem Lied. Das kommt, weil ich mein Deutschland so tief zerrissen seh. Ich lieg in der besten Hälfte und habe doppelt weh. Habe ich lange nicht gesungen. Ja, das ist vielleicht. Aber das passt gut in Ihre Sendung. Ja, das passt auf jeden Fall. Deshalb erklären Sie mir doch mal, warum war es denn so schwierig von der Linken, also ich meine jetzt nicht die Partei Die Linke, von der Linken in Westdeutschland, an diese, unter anderem auch Grass, an diese Wiedervereinigung so heranzugehen, dass es wirklich wie ein Wunder war. Wie erklären sich das? Es wollte ja niemand. Damals Lafontaine bis heute ja gesagt, das ist falsch, wir haben da mit der DDR, das hätten wir anders machen müssen. Wie erklären Sie sich das? Ich bin nicht der Psychiater dieser Leute. Mhm. In jedem einzelnen Fall, wie wir schon ahnen, sehr verschieden. Aber es scheint auch durchgehende Motive zu geben, die in verschiedenen Variationen auf viele von diesen Westlinken zutreffen. Wie kann ich Ihnen das erklären? Wie kann ich es mir selber erklären? Kleiner Hinweis. Ich nehme mal an, es kam, weil sie so ehrlich waren und so anständig und so wunderbar, dass sie sich befreien wollten von der Nazi-Vergangenheit ihrer Eltern. Das war? Und der eigenen. Diese kleine SS-Episode von Grass spielt nach meiner Meinung keine große Rolle. Der war ja ein halbes Kind. Ja. Schlimmer ist, dass er jahrzehntelang es verheimlicht hat, wie auch Walter Jens seine Jugendtorheit mit der Nazi-Partei. Alles nichts. Schlimmer ist, dass sie erst 40 Jahre später ausgetreten sind. Aber wie auch immer, trotzdem war das für diese ganze Generation ein tiefes, starkes Motiv, es besser zu machen als ihre Eltern. Und die Teilung als Sühne. Und sie wollten beweisen, dass sie gelernt haben aus der Geschichte, was immer sie davon hielten. Und deswegen hatten sie eine Beißhemmung im Streit gegenüber diesen selbsternannten Antifaschisten wie Walter Ulbricht, wie Erich Honecker. Dieses ganze stalinistische Pack. Die wurde immer so halbwegs noch. Natürlich. Und diese Hemmung, die hatte ich eben nicht. Das ist gar kein Verdienst von mir, sondern das ist die ganz kindliche Folge meiner Familiengeschichte. Da kann ich gar nichts für, damit kann ich mich nicht mal schmücken, dass ich so tapfer war.
1991 haben Sie einen Büchnerpreis gekriegt und in der Büchnerpreisrede haben Sie gesagt, dass die DDR von Stasi-Metastasen zerfressen war, ja. Und haben dann dieses berühmte Wort Sascha Anderson gesagt. Da hat eine regelrechte Lawine ist losgegangen. War das, als Sie Ihre Akten gesehen, diesen, war das... diesen Sascha Anderson, genannt Arschloch, niemals erwähnt, wenn er einer von den vielen kleinen Spitzeln gewesen wäre, von denen es wimmelte, die zum Teil auch schuldlos da reingestolpert sind, aus Angst, aus Karrieregeilheit, aus einer Mischung von vielen Dingen. Wenn sie unter Druck gesetzt wurden. Er war aber ein richtig hochkalibriger Lump, der richtig professionell Leute kaputt gemacht hat in seiner Funktion. Erst in Dresden hat er sich bewährt, und weil er so gut war, so intelligent, so erfindungsreich, so initiativstark, haben sie ihn nach Berlin geschickt. Mhm. Als dort nämlich diese sogenannte Prenzlberg-Szene, wir sagen nicht Prenzlberg, wir sagen Prenzlauer Berg. An dem Sprachgebrauch können Sie schon sehen, wo jemand herkommt. Aber wie auch immer, es entwickelte sich dort eine Mischung aus alter Naiv und alternativer, künstlerischer, Widerstand kann man das nicht nennen. Das waren Außenseiter. Bohème. Rot getüncht ein bisschen oder auch weniger rot getüncht, egal. Auf jeden Fall passierte da in dieser Schmuddelszene etwas, was sie nicht so unter Kontrolle hatten. Und da haben sie diesen genialen Spitzel reingesetzt. Und er hat es wirklich großartig gemacht. Das muss man leider sagen. Was denken Sie denn heute, 20 Jahre nach der deutschen Einheit, über diese Stasi-Verstrickung? Jetzt nicht nur von Andersen, sondern von allen. Soll man da sagen, wir machen da einen Deckel drauf, oder muss das wirklich weiter? Diesen Rat, dass man endlich damit aufhören soll, kommt wie immer in solchen Geschichten. Ja. Meist von Leuten, die nie damit angefangen haben. Das kennen wir schon. Ich kenne keinen meiner Leute, mit denen ich befreundet bin, die sich verbissen haben in den Streit um die Stasi, weil die doch nicht blöde sind. Die wissen doch, auch ohne fremde Hilfe, dass die Stasi in der DDR nicht geherrscht hat. Das denken immer nur die linksalternativen und linksalternativen Idioten im Westen. Insofern hatte Gysi vollkommen recht, als er vom Bundestag, habe ich mich direkt gefreut, in einer Rede, wo er sich verteidigte gegen den Vorwurf, dass er ein Spitzel der Stasi war, Spitzel IM Notar, wo er einen wunderbar wahren Satz rausgehauen hat. Er sagte zu diesen Abgeordneten im Bundestag: Sie haben doch keine Ahnung, wie das in der DDR war. Aber Sie haben Gysi einen Verbrecher genannt. Ja, natürlich ist er ja auch. Ja. Nach meiner Meinung ist er das. Aber doch nicht, weil er Stasi-Spitzel war. Sondern? Weil das. Er war Parteisekretär der Rechtsanwälte in der DDR. Man muss wirklich, es ist immer wieder wie erste Klasse Schule in der Politik, man muss den Leuten, die im Westen sich entwickelt haben und dort ihre Intelligenz entfaltet haben und ihre Erfahrungen haben, wie Sie zum Beispiel, die müssen ja ostdumm sein, so wie wir ja auch westdumm waren, als wir hier rüberkamen. Ich auch. Verstehen Sie? Ja, Sie haben ja nicht drüber gemacht. Ja. Und man muss es immer wieder geduldig sagen, in der DDR herrschte nicht die Stasi, sondern die Partei. Sie kennen doch das schöne poetische Wort, die Stasi ist Schwert und Schild der Partei. So ist es. Ja, mein Lieber, da fallen Sie aber bitte nicht drauf rein, das ist keine Poesie, sondern das ist die Wahrheit. Die waren wirklich das Schwert und Schild der Partei. Sie haben nicht bestimmt, wen das Schwert trifft. Das hat die Partei getan. Deswegen ist es aus meiner Sicht vollkommen zweitrangig, ob jemand Stasi-Spitzel war oder nicht. Das wichtig heißt, war, ob er zum Machtapparat gehörte, und ein Parteisekretär in diesem Regime bedeutet viel mehr
Verwicklung auch in das Unrecht dieser Diktatur. Ja. Als Stasi. Ich wäre auch fast Stasi geworden. Das muss mir doch keiner erklären. Darüber habe ich ein Essay geschrieben, damals in der Wendezeit, in der Nachwendezeit. Wie war das? Wie das war? Ja. Als ich mit 16 Jahren nach Gadebusch kam, auf das Internat, ein halbes Kind, aber eben nur ein halbes, krallte mich die Stasi in Gadebusch. Und da hat so ein Mann, so ein älterer Mann von vielleicht 40, von mir aus gesehen, mich da in die Stasi-Hochburg gezogen. Das war eine Villa, das Haus an den Schienen genannt, von den Leuten, aber das wusste ich damals noch nicht, weil ich ja neu war im Osten. Aber die Gadebuscher wussten das, wo die Leute gefoltert wurden, wo aus den Kellern die Schreie der Menschen tönten, wenn die mal nicht aufgepasst hatten. Und der wollte mich zum Stasi-Spitzel gegen meine Mitschüler und gegen meine Lehrer pressen. Und ich habe in diesem Essay genau beschrieben, dass ich das gerne gemacht hätte, diese dreckige Arbeit, wenn er etwas cleverer, etwas schlauer, etwas pfiffiger gewesen wäre und nicht so dämlich. Weil er hat mich versucht zu erpressen und da war er bei mir an der falschen Adresse. Da stand mein Vater hinter mir, der tote Vater, und sagte: Kleiner Wolf, von diesem kleinen Idioten lässt du dich hier nicht unter Druck setzen. Wenn der aber mir die Hand auf die Schulter gelegt hätte und gesagt: Wolf, wir haben so auf dich gewartet. Du glaubst gar nicht, wie gefährlich der Klassenfeind hier in Gadebusch, auch an der Schule, wo du jetzt bist, die heißt Heinrich-Heine-Oberschule. Aber die haben mit Heinrich Heine nicht viel zu tun. Das sind die Kinder der Nazi-Generation, die dein Vater, deine ganze Familie ermordet haben. Dann hätten sie... Und die Lehrer, Wolf, weißt du, wir können ja offen reden. Das sind auch nicht alles schon richtige Sozialisten der DDR. Die kommen, wir haben der Mathematiklehrer, wir haben leider keinen anderen, aber der war auch. Und wenn der mal im Unterricht irgendwas gegen den Weltfrieden sagt oder gegen den Genossen Walter Ulbricht oder gegen den Sozialismus, dann... Dann haben wir ja Glück. Bist du jetzt endlich dort an der Quelle, lieber Knabe, und dann lieferst du uns bitte. Wir kümmern uns das schon. Ja. Aber das ist doch klar. Wenn Sie meine Lebensgeschichte einigermaßen grob nur kennen, dann können Sie sich an einen Finger ausrechnen, dass ich begeistert Ja gesagt hätte. Ich hätte vielleicht noch gesagt: Meint ihr denn, Genossen, dass ich schon reif genug bin, um solche verantwortungsvolle Tätigkeit? Nein, sag ich, da können wir ja beide froh sein, dass der nicht so feinfühlig war. Aber warum ich Ihnen das so breit erkläre? Weil ich damit auch den Leuten, die da reingerasselt sind und Spitzel geworden sind, eine, keine goldene, aber doch eine haltbare Brücke bauen möchte, dass sie endlich ins Offene kommen und nicht immer weiter lügen. Weil das vergiftet die Luft, das verpestet die Atmosphäre. Wir wollen doch endlich ins Offene kommen und mit der Wahrheit leben. Schon damit wir uns auf die nächsten Schwierigkeiten, die ja immer da sind, konzentrieren können. Dann kommen wir auf die Schwierigkeiten. Werden Sie im Alter milder und religiöser? Wie Sie sagten zum Beispiel, Ihr Vaterland sei jetzt auch Israel, weil ja Ihr Vater Jude war? Nee, das habe ich nicht gesagt. Erstens kann ich nicht religiöser werden, weil ich nicht religiös bin. Ich glaube nicht an Gott, an keinen jüdischen, an keinen christlichen, an keinen muslimischen Gott, schon gar nicht an die Götter des Olymp und auch nicht an die Götter im Politbüro. An was glauben Sie? Mein Glaube ist noch viel absurder und lässt sich noch viel weniger begründen. Ich glaube an die Menschen. Und das kann nur einer machen, der verrückt ist. Denn das ist ja unbegründet.
aber mir fällt nichts Richtigeres ein. Ich habe mal ein Lied gesungen, da haben die mich eingeladen zum evangelischen Kirchentag nach Hannover. Mhm. Es ist ungefähr 25 Jahre her. Sie werden das wissen, wann in Hannover der große Kirchentag war. Ist egal. Ist ja wurscht. Freies Feld, weiß nicht, 30, 40, 50, 60, 70.000 Menschen, alle mit diesen lila Tüchern, evangelische Menschheit. Und ich, Kommunistenkind, singe da, eine komische Situation, weil der Wolf singt für die Schafe auf Einladung der Hirten. Sie müssen zugeben, das ist, ist doch eine hübsche Situation. Ja. Und die wollen doch mein Wolfsgeheul hören und nicht, dass ich dort als Schaf blöke. Ja. Das ist doch klar. Ja. Sonst müssen sie mich ja nicht einladen. Dann können sie ja sonst wen holen. Ja. Ja. Also was singe ich? Ein Lied, wo es heißt, und meine ungläubigen Lippen beten voller Inbrunst zu Mensch, dem Gott all meiner Gläubigkeit. Aha, ja. Und meine ungläubigen Lippen beten voller Inbrunst zu Mensch, dem Gott all meiner Gläubigkeit. Und ich singe das da. Und die hören sich das auch brav an. Und dann kommt eine Frau im mittleren Alter, vielleicht war sie 50, schreiend, wie von Teufeln besessen, händeringend, zur Bühne gerast, wo ich doch gerade abgetreten war und gesungen hatte. Mhm. Und kreischte vor Wut, das sei Gotteslästerung, dass hier dieser Biermann sowas singt, singe zu Gott, Mensch, dem Gott all meiner Glocke. Und dann erlebte ich eine wunderbare Szene, die ich nie vergessen werde. Es gab den Oberhirten, Präses Scharf hieß der. Mhm. Können Sie sich erinnern an den Namen? Ja, der war sehr bekannt. Ja. Da, bei den Christen ein berühmter, wichtiger Hirte. Und verteidigt den Wolf gegen das Schaf. Mhm. Da die doch so schrie und zappelte, machte er es so, wie die Leute in der Irrenanstalt, wenn einer durchdreht, dann schlagen sie ihn nicht, sondern sie gehen ganz dicht an ihn ran und umarmen ihn, sodass er nicht mehr prügeln kann. Sehen Sie? Dass er nicht mehr davon. Im Grunde wie beim Boxen, wenn sie klammern. Ja, aber, Und redet, und ich stehe daneben und er redet ihr ins Ohr: Meine Liebe, der Wolf Biermann ist viel frömmer als die meisten. Denn unser Herr Gott hat seinen Sohn als Menschen auf die Erde geschickt. Sie können ganz beruhigt sein. Das ist vollkommen in Ordnung mit unserem evangelischen Glauben. Aber die hat ihm nichts geglaubt. Ja, die hat, aber nun sind Sie ja doch nicht mehr der Jüngste. Sie sind, haben das Bundesverdienstkreuz, Sie sind Ehrenbürger von Berlin. Ihre Doktorarbeit, nein, Ihre Diplomarbeit ist wieder zurückgekommen. Ja. Fühlen Sie sich jetzt auch so umarmt, der Wolf umarmt, oder würden Sie noch mal dagegen löcken? Umgekehrt, sind Sie sozusagen eher jetzt in eine andere Position politisch geraten, als Sie vorher waren? Also Ihr Freund ist Lehmann Brauns, einer von der CDU. Ich bin kein Kommunist mehr, weil ich begriffen habe, dass die Hoffnung auf das Paradies, auf die soziale Endlösung, wo es keinen Klassenkampf und keine Streit mehr gibt und keine Ausbeutung, keine Ungerechtigkeit, alle Menschen werden Brüder, dass die Hoffnung auf dieses Narrenparadies, dieses kommunistische Narrenparadies, nicht nur eitel und Haschen nach Wind ist. Das würde mich nicht stören. Da würde ich immer noch drauf hoffen. Mhm, die Menschen sind so. Sie brauchen immer so eine Hoffnung. Aber ich komme aus einem Jahrhundert, wie Sie ja auch, wo wir den Beweis erlebt haben und überlebt haben, zum Glück, dass der Weg in dieses Paradies, dieses kommunistische Narrenparadies, nicht nur nicht ins Paradies führt, sondern in die Hölle. In die Hölle, wo mehr ausgebeutet, mehr unterdrückt, mehr gemordet, mehr gelogen wird, als in dieser, weiß Gott, unvollkommenen
bürgerlichen, kapitalistischen Gesellschaft. Und in diese Hölle möchte ich niemanden locken mit meinen Gesängen. Mhm. Und da möchte ich auch selber nicht hin. Das heißt, ich muss ohne den Kinderglauben an den Kommunismus mich tapfer... Ohne den Kinderglauben an einen Gott? Oh, den muss ich nicht aufgeben, weil ich ihn ja nie hatte. Ja. Darüber sprachen wir schon. Ja. Aber ich muss ohne diesen Kinderglauben mich im Streit der Welt, der ja immer weitergeht, solange die Menschheit lebt, der wird auch nie aufhören, der wird sich nur immer wandeln, muss ich mich einmischen. Und das ist Ihre Frage. Natürlich habe ich mich politisch radikal geändert in vielen Dingen. Aber genauso wahr ist auch, dass die menschliche Substanz, die ich mit der Muttermilch reingekriegt habe, ja, in den verschiedenen geschichtlichen Zusammenhängen, die sich radikal geändert haben und mit denen ich mich auch geändert habe. Aber die menschliche Substanz ist nach meiner Meinung, die kann natürlich falsch sein, denn ich rede über mich selbst. Dazu sind Sie dann da, mir zu widersprechen, bitteschön. Aber nach meiner unmaßgeblichen Meinung über mich selbst ist diese Substanz so wie am Tag meiner Geburt, wie in meiner Kindheit, in der Nazizeit, wie in der Zeit nach dem Krieg, wie in der Zeit in der DDR und dann auch im Westen. Die Lateiner kannten das Problem übrigens schon lange, das ist nichts Neues. Die sagen semper idem et alter. Immer derselbe und ein anderer. Und in mein Deutsch übersetzt ist es der Refrain eines Liedes, das Sie vielleicht schon mal gehört haben. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Ja. Und das ist nicht bloß eine hübsche Formulierung. Das ist wirklich meine Meinung. Ja. Herr Biermann, da Sie ja die Gitarre zufällig dabei haben, ist Ihnen bang um Deutschland? Sie spielen an auf ein Lied, ja, das ich als Vorschlag geschrieben habe für eine neue Nationalhymne. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Hymne, die mir gefallen würde. Ja. Schon in Anlehnung an das polnische Noch ist Polen nicht verloren. Ja. Das finde ich schön für eine Nationalhymne, ja, dass man damit schon mal anfängt. Ja. Habe ich geschrieben, um Deutschland ist mir gar nicht bang. Die Einheit geht schon ihren Gang. Ja. Ja, das passt ganz gut für unser Gespräch. Ja. Das ist auch ein schönes Gegenlied zu diesem frühen Lied, das so ich Ihnen vorhin vorgespielt habe. Es senkt das deutsche Dunkel. Mal sehen, ob ich es gut kann jetzt. Um Deutschland ist mir gar nicht bang. Die Einheit geht schon ihren Gang unter Milliardenregen. Wir werden schön verschieden nass. Weh tut die Freiheit und macht Spaß. Ein Fluch ist sie, ein Segen. Heimweh nach früher hab ich keins. Nach alten Kümmernissen. Deutschland, Deutschland ist wieder eins. Einigkeit und Recht und Freiheit. Nur ich bin noch zerrissen. Na, soll. Deutschland ist mir gar nicht bang. Und ich als Weltkind Mittelmann, ob Wissen oder Glauben, ob Freund, ob Feind, ob Weib, ob Mann, die Liebe.
Liebe Muttersprache kann kein Vaterland mir rauben. Heimweh nach früher hab ich keins, nach alten Kümmernissen. Deutschland, Deutschland ist wieder eins. Anmut spart nicht noch Mühe. Nur ich bin noch zerrissen. Dankeschön. Ja, das war... Einmal habe ich mich versungen. Das macht doch nichts. Aber das ist eine Live-Sendung. Das ist eine Live-Sendung. Wir kommen auch schon fast zum Schluss, Herr Behmann. Aber eine Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen, die vielleicht ein bisschen sehr, sehr privat ist. Also Sie können es ja nicht verschweigen, im nächsten Jahr werden Sie 75 Jahre alt. Aber Sie wirken viel, viel jünger. Eigentlich könnte ich fast sagen... Ich kann sagen, Ihnen sagen, warum. Ja. Weil Sie sich um ein Jahr geirrt haben. Wieso? Ich werde dieses Jahr 74. Ja, im nächsten Jahr meinte ich jetzt. Ach so, nächstes Jahr. Nächstes Jahr habe ich gesagt. Aber wurscht. Ja, bitteschön. Ja, im November. Deshalb, ja. Deshalb ist der November Ihr Lebensmonat? Ja, also, ja, kommt mir manchmal auch so vor. Sie sind im November geboren. Ja. Im November wurde das Konzert in Köln. Im November bekamen Sie diese Urkunde und die Ehrendoktorwürde. Am 13. November ist mein Vater geboren worden, der mein Leben lang immer hinter mir stand, durch die Erziehung meiner Mutter. Ich bin durch meine Mutter intensiver mit meinem Vater aufgewachsen als wahrscheinlich die allermeisten Menschen mit ihrem lebendigen Vater. Das ist auch kein Wunder. Und deswegen ist der 13. November, sein Geburtstag, für mich so wichtig gewesen. Denn es war zufällig, natürlich Zufall, der 13. November, als ich in Köln nach 12 Jahren Verbot zum ersten Mal rauskam und vor 8000 Menschen in der Sporthalle sang, statt vor 8 Leuten in meiner Küche. Und es war noch etwas Wichtiges damals. Ich wurde zum ersten Mal älter als mein Vater. Der mit 39 Jahren ermordet wurde. Und wenn der Sohn schon mal älter wird als der Vater, müssen Sie zugeben, das ist fast so etwas wie ein Gottesbeweis dafür, dass es vorangeht mit der Menschheit. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Wolf Behmann, dass Sie hier am 3. Oktober im Jahre 2010 bei uns im Nachtstudio waren. Und ganz herzlich, dass Sie so viel erzählt haben, was ich noch nicht so wusste, wie Sie es erzählt haben. Ihnen zu Hause, Dank fürs Zuschauen. Ich sage ja immer, es lohnt sich. Wenn Sie weitere Auskünfte wollen, auf unserer Internetseite finden Sie alles zum Lesen, was Sie interessiert. Und in der Mediathek können Sie sich diese Sendung noch mal anschauen, so oft Sie wollen. Aber das letzte Wort ist eine Überraschung. Ein junger Dichter, Jakob van Hoddis, hat 1910, also vor 100 Jahren, das prophetischste Gedicht des 20. Jahrhunderts geschrieben mit dem Titel Weltende. Und das geht so, vertont und gesungen von meinem Nachtstudio-Gast im Jahre 1987, als noch nicht ausgemacht war, dass alles anders werden würde. Bitte das letzte Wort. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, und an den Küsten liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hopfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Thank you.
Gute Nacht.